konnte mich gar nicht so genau vorbereiten. Ich habe den Film gesehen in Originalsprache und habe dann mit dem Regisseur gemeinsam irgendwie einen Weg gefunden. Also ich habe was angeboten, der hat daran gefeilt, wir haben zusammen geguckt, was ist gut, was ist nicht so gut, wo kann man noch mehr rausholen. Also es war wirklich ein gemeinsamer Prozess. Ich war vielleicht ganz relativ vorbereitet, weil ich einfach Tiere kenne. Ich bin mit Tieren groß geworden, habe auch selber einen Hund. Von daher kenne ich so ein bisschen die Eigenarten oder kann sie mir vorstellen. Und das war mir nicht fremd. Mein Hund ist schon eine andere Sorte von Hund. Das ist ein kleiner Jack Russell Terrier. Aber einfach diese kleinen Sachen, wenn Hunde sich strecken oder irgendwie aufwachen. So kleine Sachen, die man einfach kennt, wenn man Hunde kennt. Ja, also für mich war es auch neu, so intensiv und so viel und nur mit meiner Stimme zu arbeiten. Aber es ist trotzdem auch dem Schauspielern ja nicht so fern. Es gibt ganz, ganz viele Parallelen und eigentlich konzentriert man sich im gleichen Maße und gibt auch im gleichen Maße so seine Seele mit da rein, dass es gar nicht so viel anders ist, als einen Film zu drehen, außer dass man halt ganz synchron, mundgetreu das wirklich zurecht formen muss. Kommt ganz drauf an. Manchmal ist es schon beim ersten Mal so, manchmal dauert es auch 30 Mal. Also ich hatte zum Beispiel einen Satz, ich weiß aber nicht mehr welcher es war leider, wo ich mich irgendwie festgefahren habe. Dann hat man irgendwie eine falsche Satzmelodie im Kopf und kriegt es nicht richtig hin. Das kommt wirklich ganz drauf an. Manchmal hat man auch einfach einen Scheißtag, hatte ich jetzt zum Glück nicht. Aber dann läuft es einfach nicht so. Also Pulp Fiction. Weil? Weil Kult, weil Tarantino, weil untopper, weil geil. Ja. Ich weiß nicht, ist es nicht eher vielleicht sogar förderlich, wenn Leute sich Sachen angucken? Also ich meine, natürlich ist es so, wenn Leute sich alles zu Hause reinstreamen, dass sie eventuell nicht mehr so viel ins Kino gehen, aber das kann ich, glaube ich, gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob Kinogänger und Seriengucker so weit voneinander entfernt sind. Also das weiß ich einfach nicht. Ich gucke Serien, also auch ehrlich gesagt gar nicht so viele, aber ich gehe trotzdem ins Kino. Von daher bin ich leider nicht kompetent genug, um diese Frage ausführlich zu beantworten. Tut mir leid. Fortsetzungen von Kinofilmen sind ja oft schwierig, weil es schwierig ist, an das Original ranzukommen oder noch was drauf zu toppen, was ja oft das Ziel ist. Aber generell eine Serie im Kino finde ich eigentlich total spannend. Also wenn man das so aufzieht wie eine Serie, so ist es aber bei Kinofilmen ja oft nicht. Man macht den ersten Teil und hat nicht unbedingt den Gedanken von einem zweiten dahinter. Aber eigentlich finde ich das eine spannende Idee, mal eine Serie ins Kino zu bringen. So. Und ins Kino zu gehen und dann gemeinsam zu zittern, wie es weitergeht. Und dass man es nur im Kino auch sehen kann, finde ich eigentlich eine super Idee. Ich glaube, ich habe schon relativ früh als Kind immer Faxen gemacht und wollte, dass man mich dabei aufnimmt und hatte so eine Kameraaffinität. Also es gibt tatsächlich so Videos, wo ich was aufführe und dann soll meine Schwester, also ist auch egal, wo ich immer gefilmt werden möchte. Und ich habe es tatsächlich schon früher in die Freundesbücher reingeschrieben, ich werde mal Schauspielerin. Wo ich dann mir aber wirklich sicher war, war, als die erste Klappe gefallen ist. Ich bin so mit 15 Jahren, ich habe im Theater angefangen, bin mit 15 Jahren, habe ich mich bei einer Schauspielagentur vorgestellt und habe meinen ersten Kurzfilm gedreht. Und dann ist die erste Klappe geschlagen neben meinem Kopf. Und da dachte ich so, das ist es, das will ich machen. Und bin seitdem her noch nicht wirklich abgebracht worden von dem Gedanken oder dem Wunsch. Oder dem Spieltrieb. Ich höre ganz, ganz viel Musik gerne. Ganz unterschiedliche Musik. Viele alte Sachen, wie zum Beispiel The Doors. Ganz stimmungsabhängig. Kann ich gar nicht so festlegen. Ich höre gerade beim Dreh, höre ich gerade wieder die
alten, älteren Platten von Jan Delay zum Beispiel. Finde ich immer noch cool. Kommt immer drauf an. Mir kommt es gar nicht so oft vor, wahrscheinlich aber, weil ich damit auch einfach kein Problem habe. Also es ist natürlich, Chantal ist einfach auch ein großer Faktor oder den Faktor Goethe haben viele Menschen gesehen, aber ich stehe ja dahinter und deshalb habe ich eigentlich keine Probleme. Die Leute sind immer sehr offen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie positiv auf mich zukommen und von daher ist das überhaupt kein Problem. Ich würde vielleicht was mit Menschen machen, ich würde gerne was mit Kindern machen. Ich würde aber auch total gerne was anderes studieren. Ich wollte immer Geschichte, Literatur und Philosophie studieren, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt mit dem Drehen, das war einfach zu viel. Also da gäbe es viele Sachen, die ich mir vorstellen könnte, die Spaß machen. Ich finde es auch wichtig, dass man sich weiterbildet und seine Neugierde nicht verliert und sich nur auf eine Sache festlegt. Also es gibt ganz viele Sachen, die man noch machen kann. Die Menschen, die ich liebe und die mich lieben, aus denen ziehe ich meine Energie und auch meine Inspiration. Und ohne die könnte ich gar nicht spielen. Es gab irgendwie nie so jemanden, wo ich sagen würde, das ist jetzt meine Ikone oder durch den bin ich dazu gekommen. Es sind wirklich eher die Menschen, die mich umgeben, die einfachen Geschichten, aber auch historische Sachen finde ich interessant. Es gab viele tolle Menschen und alle sind irgendwie inspirierend.